Zwischen den Klüften des Riesengebirges soll der Berggeist Rübezahl hausen. Dieser Fürst, der Gnome, besitzt auf der Oberfläche der Erde nur ein sehr kleines Gebiet, welches mit einer Kette von Bergen umschlossen ist. Manchmal kommt er aus seinem unterirdischen Reich und wandelt durch die Wälder des Riesengebirges. Dort treibt er Spiel und Spott mit den Menschenkindern. Rübezahl ist wie ein Tunichtgut. Er ist roh und störrisch. Und ab und an kann er auch gutmütig, edel und empfindsam sein. Aber das ist selten. Schon in grauer Vorzeit wandelte er durch das Riesengebirge und manchmal zog er sich für Jahrhunderte zurück in sein Reich. Einst, nach solch einer langen Pause, stand er auf den Gipfeln und sah sich die Gegend an. Sie schien völlig verändert, die düsteren Wälder waren weg und in Ackerland verwandelt. In den Auen weideten Schafe und Kühe. Zwischen den blühenden Obstbäumen ragten Strohdächer der Dörfer hervor und aus den Schornsteinen stieg Rauch in die Luft. Ihm gefiel der Anblick, obwohl er nie um Erlaubnis gefragt wurde, hier siedeln zu dürfen, und er beschloss, diese Wesen, wie er die Menschen nannte, kennenzulernen. Er verdingte sich bei einem Bauern, aber dieser war ein Verschwender. Dann hütete er Schafe, aber sein Arbeitgeber war ein Dieb und er wurde nicht entlohnt für seine Arbeit. Dann war er des Richters Knecht, doch dieser war boshaft und beugte das Recht. Er hatte Menschenkunde betrieben und kam zu dem Schluss, dass Mutter Natur ihren Reichtum an diese Menschen verschwendete. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum er nicht immer den Menschen half und oft schadenfroh war. Er gesellte sich oft und gern dem einsamen Wanderer, führte ihn in die Irre oder ließ ihn vom Berggipfel abstürzen. Manchmal schloss er auch Freundschaft mit den Menschen, aber nur so lange, wie sie sich nicht zu Schulden kommen ließen. Und es reichten kleinste Vergehen, und meist bezahlten die Menschen diese mit ihrem Leben. Aber es gab auch andere Berichte. Ein Bauer aus Reichenberg verlor sein Hab und Gut, weil er von einem Nachbarn Geld geliehen hatte und die Ernte in diesem Jahr besonders schlecht ausfiel. Nun hatte auch noch der Bürgermeister seine letzte Kuh gepfändet. Dem armen Bauern blieb nichts als sein abgemagertes Weib und ein Halbdutzend Kinder. »Mit 100 Talern«, so sprach er zu seinem Weibe, »wäre uns geholfen. Wir könnten wieder einen Haushalt einrichten und fern von den streitsüchtigen Nachbarn ein neues Eigentum gewinnen. Du hast doch reiche Vettern jenseits des Gebirges. Ich will hin und ihnen unsere Not klagen. Vielleicht erbarmt sich einer mit gutem Herzen und leiht uns auf Zinsen von seinem Überfluss, so viel wir bedürfen.« Das Weib willigte mit schwacher Hoffnung ein, weil sie keinen besseren Vorschlag wusste. Und gleich am nächsten Morgen machte sich Veit bereit und sprach zu den Seinen, »Weinet nicht, mein Herz sagt mir, ich werde einen Wohltäter finden.« Darauf steckte er seine harte Brotrinde als Wegzehrung in die Tasche und ging davon. Gegen Abend gelangte er in das Dorf, wo die reichen Vettern wohnten. Aber keiner wollte ihn kennen und keiner wollte ihn beherbergen. Die hartherzigen Filze schauten hochnäsig auf den armen Verwandten herab, kränkten ihn mit Vorwürfen und beleidigten ihn mit allerlei schlauen Wörtern. So höhnten und spotteten sie über ihn, nannten ihn einen Prasser und Faulenzer und stießen ihn zur Türe hinaus. Das hatte der arme Veit von der reichen Sippschaft seines Weibes nicht erwartet. Stumm und traurig schlich er davon, und weil er nichts hatte, um das Schlafgeld in der Herberge zu zahlen, musste er sich mit einem Heuschober auf dem Felde zufrieden geben. Hier wartete er schlaflos auf den nächsten Tag, an dem er heimkehren wollte. Da er nun wieder ins Gebirge kam, überkam ihn große Sorge und er war der Verzweiflung nahe. Er dachte, wenn du heimkehrst und die hungrigen Kinder Brot von dir verlangen, es wird dir das Herz brechen. Darauf warf er sich unter einen Schlehenbusch und brütete weiter an seinen schwermütigen Gedanken. Am Rande des Verderbens kamen ihm 1000 unsinnige Einfälle, doch dann beschloss er, sich an den Geist des Gebirges zu wenden, komme, was da wolle. Er wusste wohl, dass man ihn nicht ungestraft bei seinem Spottnamen rufen durfte, aber es fiel ihm nichts anderes ein. Also wagte er es und er rief so laut er konnte, »Rübezahl, Rübezahl!« Da erschien alsbald ein rußiger Köhler mit einem fuchsroten Bart, der bis an den Gürtel reichte. Er hatte feurige Augen und war mit einer Schürstange bewaffnet.
die er grimmig gegen den frechen Spötter erhob. »Haltet ein, Herr Rübezahl«, rief Veit ganz unerschrocken, »verzeiht mir, wenn ich euch nicht anders benenne. Hört mich nur an und dann tut, was euch gefällt.« Diese ungewöhnlichen Worte und das leidvolle Gesicht des Mannes besänftigten den Zorn des Geistes ein wenig. »Erdenwurm«, sprach er in strengem Ton, »was treibt dich, mich zu verspotten? Weißt du nicht, dass du mit Hals und Haut für deinen Frevel büßen musst?« »Herr«, antwortete Veit, »die Not treibt mich zu euch. Ich habe eine Bitte, die ihr mir leicht gewähren könntet. Ich möchte mir 100 Taler leihen, die ich mit üblichen Zinsen in 3 Jahren wieder zurückzahlen werde, so wahr ich hier stehe.« Der Geist verzog mürrisch sein Gesicht. »Bin ich ein Wucherer, der auf Zinsen leiht? Gehe hin zu deinen Menschenbrüdern und borge dir, was du brauchst. Mich aber lass in Ruhe.« »Ach«, erwiderte Veit, »mit der Menschenbrüderschaft ist es aus. Geht es um Geld, kennt dich doch keiner mehr.« Und nun erzählt Veit die ganze Geschichte. Der Geist war sehr gerührt und willigte schließlich ein, die Bitte zu erfüllen. »Komm, folge mir«, sprach er, und führte Veit in ein abgelegenes Tal, zu einem schroffen Felsen, dessen Fuß von einem dichten Busch bewachsen war. Sie arbeiteten sich mit Mühe hindurch und gelangten zum Eingang einer finsteren Höhle. Veit war nicht wohl zumute, als er so im Dunkeln tappen musste. Es liefen ihm kalte Schauer über den Rücken und seine Haare sträubten sich empor. »Rübezahl hat schon manchen betrogen«, dachte er. »Wer weiß, in welchen Abgrund ich beim nächsten Schritt wohl stürze.« Dann hörte er das fürchterliche Brausen eines Wassers, das sich in einen tiefen Schacht ergoss. Und je weiter er fortschritt, umso mehr erfasste ihn Furcht und Grauen. Doch bald sah er ein blaues Flämmchen in der Ferne hüpfen. Das Berggewölbe erweiterte sich zu einem großen Saal und aus dem Flämmchen war ein Hängeleuchter geworden, der hell in der Mitte der Felsenhalle leuchtete. Auf dem Boden fiel ihm auch eine kupferne Pfanne in die Augen, die bis zum Rand mit harten Talern gefüllt war. »Nimm«, sprach der Geist, »nimm, was du brauchst. Du musst mir aber einen Schuldbrief ausstellen, wenn du des Schreibens mächtig bist.« Der Schuldner ging ohne Zögern darauf ein, zählte sich gewissenhaft 100 Taler ab und schrieb den Schuldbrief nieder. Der Geist nickte nun zufrieden, schloss das Papier in ein eisernes Schatzkästchen und sprach zum Abschied: »Gehe, mein Freund, vergiss nicht, dass du mein Schuldner bist und merke dir den Eingang in diese Felsenkluft. Sobald das 3. Jahr verflossen ist, zahlst du mir Kapital und Zins zurück. Hältst du dich nicht daran, so fordere ich es mit Ungestüm.« Der ehrliche Veit versprach es mit einem Handschlag, doch ohne Schwur. Er verpfändete also seine Seele nicht. Mit dankbarem Herzen verließ er die Felsenhöhle, aus der er leicht den Ausgang fand. Die 100 Taler wirkten wie Balsam auf seine Seele. Freudig und gestärkt schritt er jetzt seiner Wohnung entgegen. Sobald ihn die abgezerrten Kinder erblickten, bettelten sie ihn herzergreifend um ein Stück Brot an. Sein Weib saß in einem Winkel und weinte. Sie fürchtete das Schlimmste und vermutete, dass der Ankömmling keine guten Nachrichten bringen würde. Er aber bot ihr freundlich die Hand, denn er hatte Grütze und Hirse aus Reichenberg in einem Sack. Davon konnte die Mutter einen festen Brei kochen. Nach dem Essen berichtete der Vater vom guten Erfolg seines Geschäftes. »Deine Vettern«, so sprach er, »sind rechtschaffende Leute. Sie haben mir meine Armut nicht vorgehalten, haben mich nicht vor die Tür gewiesen. Nein, sie haben mich freundlich beherbergt und haben mir Herz und Hand geöffnet und 100 Taler auf den Tisch gezahlt. Da fiel der guten Mutter ein schwerer Stein vom Herzen. Wären wir doch nur eher darauf gekommen«, sagte sie, »dann hätten wir uns manchen Kummer ersparen können.« Darauf rühmte sie die Großherzigkeit der reichen Vettern mit stolzen Worten. Veit kaufte darauf einen Acker und einen Heuschober, dann wieder einen und noch einen, dann eine ganze Hufe. Es schien, als wäre ein geheimnisvoller Segen auf dem Geld von Rübezahl. Veit säte und erntete, und man hielt ihn im Dorfe für einen wohlhabenden Mann. In seinem Säckel war immer noch ein kleines Kapital zur Erweiterung seines Eigentums übrig, und im 3. Sommer pachtete er zu seiner Hufe dann auch noch ein Herrengut, das großen Gewinn abwarf. Kurz gesagt, er war ein Mann, dem alles gelang. Der Tag der Rückzahlung kam nun näher, und Veit hatte so viel erworben, dass er seine Schuld mit Leichtigkeit abtragen konnte. Er legte das Geld zurecht
und wies die Familie an, sich die schönsten Sonntagskleider anzuziehen. Das Weib fragte, was hast du vor? Es ist heute weder Feiertag noch Kirchweihfest. Wo willst du uns hinführen? Er antwortete, ich will mit euch die reichen Vettern besuchen und meine Schuld begleichen, denn heute ist Zahltag. Das gefiel der Mutter. Sie putzte sich und die Kinder stattlich heraus, damit die reichen Vettern sich ihrer nicht schämen mussten. Der Vater nahm den schweren Geldsack und drängte alle, auf dem Pferdewagen Platz zu nehmen. Endlich war es soweit. Hans der Knecht knallte mit der Peitsche, worauf die vier Hengste mutig über das Blachfeld zum Riesengebirge trabten. Vor einem steilen Hohlweg ließ Veit den Wagen anhalten, stieg ab und hieß die Familie Gleiches zu tun. Dann sprach er zum Knecht, »Fahr langsam den Berg hinauf, oben bei den drei Linden sollst du uns erwarten. Lass die Pferde verschnaufen und einstweilen grasen. Ich weiß hier einen Fußpfad, auf dem man wunderbar wandeln kann.« Die Familie gelangte bald in ein dicht verwachsenes Gebüsch. Die Mutter glaubte schon, ihr Mann habe sich verirrt und ermahnte ihn doch lieber der Landstraße zu folgen. Der Vater aber hielt plötzlich still, versammelte seine sechs Kinder um sich und sagte, »Du glaubst, liebes Weib, dass wir zu deiner Verwandtschaft ziehen? Das habe ich gar nicht im Sinn. Deine reichen Vettern sind Knauser und Schurken, die mich zur Tür hinausgestoßen haben. Hier, an dieser Stelle, wohnt der reiche Vetter, dem wir unseren Wohlstand verdanken. Wisst ihr nun, wer unser Schuldherr ist? Es ist der Herr vom Berge, Rübezahl genannt.« Die Mutter war entsetzt, schlug ein großes Kreuz und die Kinder zitterten vor Schrecken. Sie hatten gehört, dass Rübezahl ein scheußlicher Riese und Menschenfresser sei. Da erzählte Veit sein ganzes Abenteuer, wie ihm der Geist in Gestalt eines Köhlers erschienen war und was er mit ihm in der Höhle verhandelt hatte. »So, nun wisst ihr alles«, sprach er, »jetzt gehe ich in die Höhle, meine Schuld begleichen. Fürchtet euch nicht, ich werde nicht lange bleiben.« Mutter und Kinder wollten den Vater noch zurückhalten, doch er wand sich entschlossen aus den vielen Armen. Mit mutigen Schritten durchquerte er die verwachsenen Büsche und gelangte zu dem wohlbekannten Felsen. Die alte Eiche, an deren Wurzel die Kluft sich damals öffnete, stand noch wie vor 3 Jahren da. Doch von einer Höhle war weit und breit keine Spur zu finden. Der ehrliche Schuldner versuchte es mit allen Mitteln, den Eingang in den Berg zu öffnen. Er nahm einen Stein, klopfte an die Felsen. Er zog den schweren Geldsack hervor, klingelte mit den harten Talern und rief, »Geist des Gebirges, nimm, was dein ist!« Der Geist ließ sich aber nicht blicken. Als die Familie den rückkehrenden Vater sah, eilten sie ihm freudig entgegen. Er aber war betrübt, dass er seine Zahlungen nicht abliefern konnte. »Was sollen sie nur tun?« Da kam ihm sein alter Husarenstreit in den Sinn. »Ich will«, sprach er, »den Geist bei seinem Spitznamen rufen. Mag er mich auch rupfen und zupfen, er wird den Spottruf hören.« Darauf schrie er aus voller Kehle, »Rübezahl, Rübezahl!« Plötzlich drängte sich der Jüngste, der Buben, eng an die Mutter und schrie, »Der schwarze Mann, wo?« fragte Veit. »Dort hinter dem Baum lauscht er.« Veit blickte forschend hinüber, er sah aber nichts. Es war eine Täuschung, nur ein leerer Schatten, und alles Rufen war vergeblich. Die Familienkarawane trat nun den Rückweg an und der Vater ging mit gesenktem Haupt die breite Landstraße entlang. Da erhob sich vom Walde her ein sanftes Rauschen in den Bäumen. Die schlanken Birken neigten ihre Wipfel. Das Espenlaub zitterte und das Brausen kam näher. Der Wind schüttelte die weit ausgestreckten Äste der Steineichen, trieb dürres Laub und Grashalme vor sich her, kräuselte auf dem Weg kleine Staubwolken empor. Die Kinder hatten ihren Spaß daran und liefen den Blättern nach, die im Winde tanzten. Wie aus dem Nichts kam nun auch ein Blatt Papier über den Weg geweht, und das jüngste Kind wollte es fangen. Der Wind blies es aber immer weiter. Der Jüngste überlegte kurz und warf seinen Hut danach, was ihm auch gelang. Dann brachte der Knabe seinem Vater den Fund, um sich ein Lob zu verdienen, und als Veit das gefaltete Papier dann aufschlug, traute er seinen Augen kaum. Es war der Schuldbrief, den er für den Berggeist ausgestellt hatte. Das Papier war von oben her eingerissen und unten stand geschrieben, »Zu Dank bezahlt, Rübezahl.« Das rührte ihn in seiner tiefsten Seele und er rief mit freudigem Entzücken, »Freue dich, liebes Weib, Rübezahl hat uns doch gesehen, hat uns Dank gehört und weiß, dass ich ein ehrlicher Mann bin. Unsere Schuld ist beglichen.« Eltern und Kinder weinten noch viele Tränen des Dankes, bis sie wieder zum Fuhrwerk gelangten.
Die Mutter hatte sich derweil in den Kopf gesetzt, die filzigen Vettern durch ihren Wohlstand zu beschämen. So rollten sie den Berg hinab und gelangten zur Abendstunde in das Dorf, wo der Vater einst zur Tür hinausgestoßen wurde. Mutig pochte er an die erste Türe, doch es kam ein unbekannter Mann zum Vorschein, der gar nicht zur Verwandtschaft gehörte. Von diesem erfuhr Veit, dass die Vettern ihren Reichtum verwirkt hatten. Der eine war gestorben, der andere galt als verdorben und der dritte hatte sich davon gemacht. Die Familie übernachtete in einer Herberge und kehrte am folgenden Tag in die Heimat zurück. Veit mehrte nun mit Bedacht seinen Reichtum und seine Güter, doch er blieb immer ein ehrlicher und mildtätiger Mann sein Leben lang. Tja, so gibt es noch unzählige Sagen über Rübezahl, dem Herrn der Berge. Diese Sage ist sehr alt und hat sich im Laufe der Jahrhunderte wohl sehr oft verändert. So wurde Rübezahl auch auf seiner ersten Abbildung einer Landkarte aus dem Jahr 1561 noch als geschwänzter Dämon mit einer Art Hirschgeweih und einem langen Stab tragend abgebildet. Und auch in den Chroniken verschiedener Orte tauchten Berichte über ihn auf, so zum Beispiel im Jahre 1576 ein Eintrag in der Chronik von Trautenau, die sich auf Berichte von Tiroler Holzfällern beruft. Und da soll Rübezahl für eine Überschwemmung verantwortlich gemacht worden sein. Und wiederum in einer Tiroler Urkunde von 1619, dort wurde er als Rubezagel bezeichnet und man erklärte, dass es sich um einen französischen Wiedergänger handeln müsse. Und so gibt es noch etliche Berichte über ihn und seine angebliche Herkunft. 1662 bis 1665 schrieb Praetorius 3 Bände über Rübezahl mit insgesamt 241 Sagen oder Berichte. Dieses Buch machte Rübezahl bekannt weit über das Riesengebirge hinaus. In Tschechien heißt er heute Krakonosch, was so viel wie Bergkiefer tragen heißt. Und wahrscheinlich ist die Herkunft dieses Namens auf den germanischen Stamm der Kokonti, die hier früher lebten, zurückzuführen. Ja, scheinbar ist diese Sagenfigur wirklich sehr, sehr alt. Und wer weiß, in alten Sagen steckt doch immer ein Fünkchen Wahrheit, nicht wahr? Und an dieser Stelle sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.